Wohin oder an wen wendest du dich, wenn dir heute irgendeine Schwierigkeit, irgendeine Bedrängnis, irgendetwas Unschönes begegnet? Fluchst du, schimpfst du, ärgerst du dich, hast du Gedanken von Zorn oder von Rache? Oder machst du andere dafür verantwortlich, wenn dir irgendetwas passiert, was wirklich schwierig ist? In Matthäus steht, dass Jesus sagt, jeder Tag hat ein eigenes Übel. Das griechische Wort Übel heißt Not, Missgeschick, Schwierigkeit. Natürlich erleben wir das alle. Da gibt es Nöte, da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Herausforderungen, die wir so im Moment gar nicht handeln können. Mir ist David oft ein Beispiel. Wenn er in Bedrängnis kam, wenn er in Not kam, wenn er keinen Ausweg mehr gesehen hat, dann war sein erster Blick, sein erster Gedanke hin zu Gott. Was soll ich tun, Herr? Wo ist die Strategie? Was soll ich unternehmen? Wo ist dein Weg mit mir? David sagt, meine Augen schauen auf zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Und die Antwort hat er gleich in dem nächsten Satz. Voller Vertrauen sagt er, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn dir heute ein Missgeschick begegnet, wenn dir heute ein Übel begegnet, eine Not, eine schlechte Nachricht, etwas, was dein Leben wirklich bedrängt, dann sollst du wissen, es gibt Gott, der darauf wartet, dass du dich an ihn wendest und dass du ihn bittest, dass er in diese Situation hineinkommt. Und noch viel mehr, dass er den Ausweg schafft, dass er dir Gunst gibt, dass er offene Türen schenkt und dass er Türen, die nicht gut sind für dein Leben, dass er die schließt. Selbst als David in Sünde gefallen war, hat er sich nicht von Gott abgewendet. Er hat nicht gesagt, oh, jetzt habe ich gesündigt, jetzt will Gott nichts mehr mit mir zu tun haben. Nein, David wählte im Augenblick der Sünde, als er sie erkannte, den Weg der Buße. Wieder ist er zu Gott hingegangen und hat gesagt, das war nicht okay, das war nicht gut, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Und das ist der gleiche Weg heute für uns noch. Wenn Dinge kommen, die wir wirklich selbst verschuldet haben, der Weg zur Buße ist immer offen. Und dass Gott uns annimmt, uns vergibt, der ist immer da. David sagt, ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Du bist nicht an ein menschliches Konzept gebunden, sondern du wendest dich an den, der Himmel und Erde geschaffen hat. Eine Autorität, die über allem Natürlichen ist. Du wendest dich an den, der übernatürliche Lösungen in deinem Alltag, mit deinem Übel, mit deinen Missgeschicken, mit deinen Nöten und mit deinen Herausforderungen hat. Ich wünsche dir, dass du heute voller Vertrauen zum Herrn läufst und sagst, du bist meine Hilfe. Ich nehme diese Hilfe in Anspruch. Gott hat mehr für dich.